noch mal aufladen, oder? Geht ja schnell. Ja, und sonst so? Ui. Und ja, Ja. Ich habe Kekse. Bist du auf der dunklen Seite? War schon immer eher ein Fan von der dunklen Seite. Ich habe auch aus Lego habe ich auch den Darth Vader und den General Grievous. Hast du nicht den Todesstern? Nee, ich habe aber dafür den Supersternzerstörer und den Millennium Falcon Collector's Edition. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt gibt's einen Keks. Schokokeks. Habe ich doch schon. Ja, aber nicht so ein Schokokeks. Ist wieder ein Pickup. Wo sind die hier eingemauert oder was? Ja, das haben Leonie Stripe haben das hingebaut. So, Ach so. da fängt's an. Warum haben die das da hingebaut? Ich kann. Oh! Ich glaube, da kommt gleich was. Die Waffen sind echt extrem stark, da musst du aufpassen. Du brauchst gar nicht so voll draufhämmern. Es reicht, wenn du immer so ein paar Salven abfeuerst mit zwei, drei Schüssen. Was ist denn hier alles drinne an Tieren? Ravager, Krabben, dann hier natürlich diese Glowtails, Karno, Raptoren, Artoplura, Oh, nichts blau noch. Aale, Quallen, Hier ist irgendwo ein High-Level. Sieger, bitte? Hier ist irgendwo ein High-Level. Max-Level sogar, ja? Ja, Das und hier ist kann ein gut sein, ja. Explorer-Node. Ja, die habe ich schon aufgemacht. Skorpione, genau, sind auch drin. Also hier könnte theoretisch sogar eine Alpha-Krabbe drin sein. Ja, läuft ja. Also in der anderen Höhle haben wir schon eine Alpha-Krabbe gesehen. Wir müssen aber in die Richtung hier. Hier können, ich glaube, blau, lila und gelbe Loots können hier drin sein. Da hinten ist eine Krabbe, oder? Da ist schon mal ein scheiß Aal, den mache ich immer gleich tot, weil wenn ich doch mal runterfalle ins Wasser, möchte ich nicht, dass dann Aal. Oh, guck mal hier. Lass die alle mal runterspringen kommen. Haben wir die nicht dann noch Hui. später auf dem Bitte? Hals? Wenn die jetzt runterspringen, haben wir die doch später noch mal. Nee, 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 nee. Da unten müssen wir nicht hin. Achtung, Artoplöre. Die sind halt Okay. gefährlich. Hier unten, wo jetzt das ganze Getümmel ist. Ja. Da könnte ein Loot sein. Und den sieht man nicht von hier oben? Den sieht man ganz schlecht nur, weil der ist da unten im Wasser drin und du siehst dann nur ganz leicht, wenn dann ein Leuchten. Aber Ja, da geh ist mal jetzt, glaube runter. ich, da ist jetzt keiner drin. Achtung, müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig abschießen, gell? Mit der Steuerung klarkommen. Du kannst Shift gedrückt halten, dann gleitest du immer auf dem gleichen Level. Mensch. Hi, Rippchen. Hi, Guck da. Rippchen. Müssen wir jetzt alles abschießen? Nee, müssen wir eigentlich nicht, weil da ist eh keiner. Also müssen wir nicht. Wir können hier auch hier lang. Okay. Wie sieht's denn beim Warte, warte, Element warte. aus? Ja, Fehlt. okay. Wasser fehlt. Okay. Also wenn du hier rechts lang gehst, hier könnte auch eine Loot-Position sein. Hier oben drauf wohl. Hat Shadow gemeint, ich habe hier noch nie einen gesehen. Willst du nicht sehen? Boah, das blendet ja hier einfach alles.
Da drüben auf dem Wasserfall, wo die Krabbe ist, da könnte auch einer sein. Da habe ich schon mal einen gesehen. Geil, ich bin runtergefallen. Ja, habe ich gesehen. Hat Dumps gemacht. Da ist er wieder. Ja. Dann irgendwie hier ums Eck rum könnte auch wohl einer sein, hier unten drin, wenn du da drunter reingehst, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt auch schon sehen. Okay, da war ein Karno. Und von hier aus kannst du das Artefakt schon sehen? Ja. Aber das ist natürlich jetzt schon mit Tech-Ausrüstung ist es schon relativ einfach, oder? Die Höhle hier ist extrem einfach mit Tech-Ausrüstung. Aber die könntest du sogar fast ohne Tech-Ausrüstung schaffen. Ja, auch relativ einfach wahrscheinlich. Achtung, jetzt das hier ist doof. Hier sind nämlich Ravager in der Wand drin manchmal. Und das ist halt, oder halt generell Tiere in der Wand. Und das ist extrem doof. Okay, der Hund hat wieder gekläfft. Und das ist das Artefakt von, keine Ahnung, der Depth, glaube ich. Was irgendwie komisch ist, weil das ganz unten drin heißt, irgendwie, glaube ich, Stalker und das heißt Depth. Also das ist das Artefakt der Tiefe, aber ist gar nicht so tief eigentlich. Ja, stimmt. Eigentlich müsste es ja im Wasser sein, oder? Unten bei der Krabbe wäre es, glaube ich, besser. Na nee, oder halt, es gibt ja noch ein Artefakt, das ist ganz unten im roten Bereich. Da musst du quasi mit dem Rock Drake und mit dem Anzug, mit dem Hazard-Anzug. Und das wäre, das hätte man Artefakt der Tiefe nennen können. Na gut. Ups, so hoch wollte ich eigentlich gar nicht. Können wir mal hier hinten noch gucken, ob noch ein Loot Crate da ist oder sowas. Lassen wir mal die ganzen Tiere runter. Ich hab da gerade was stampfen hören hier. Der ist weg. Stimmt. Hä, wieso geht das denn nicht hier? 116 legt mir ein paar Bohe. Okay. Also wie gesagt, das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, sind wie hier jetzt vorne Arthropleuras. Die sind halt, da muss halt richtig aufpassen. Ich schieß die mal an und lass die mal drauf. Da hau ich immer gleich ein paar Salven drauf, dass die wirklich tot sind. Entschuldigung. Aber du, die Terranzüge halten auch echt viel aus, also. Okay, also hier könnte, glaube ich, noch eine Position sein, wo ein Loot ist. Beziehungsweise da drüben, wo die ganzen Dinos sich versammelt haben. Wenn die mal alle. Achso, die Ravager, die können ja die Zipline benutzen. Machen die auch wild. Das hat mich auch überrascht. So, und hier hinten drum könnte noch einer sein. Komischerweise ist jetzt hier nirgends einer, also irgendwo haben wir was übersehen vielleicht. Vielleicht den im Wasser? Ja, vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken. Oder währenddessen ist gerade einer despawned und irgendwo anders jetzt neu. Oder halt der da unten bei dem einen Kanu, wo ich gesagt habe, wo man dann da reingehen muss, kann natürlich auch sein, dass der da drin dann war. Weil hier gibt's manchmal schon geilen Scheiß. Also hier aus den Dingern hier kriegst du teilweise schon richtig gutes Zeug raus.
Haben wir, glaube ich, auch schon eine ziemlich gute Climbing Pick rausbekommen und so weiter, also. Das Artefakt. Ach so, ja, okay, ich hab's ja noch nicht, ja. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir sind hier in die Ecke rein, haben uns hier quasi diesen Personal Beacon rein gemacht, haben uns zur Base teleportiert, haben das Artefakt weg, sind wieder her, haben das Artefakt geholt. Also, du kannst du Ja. natürlich das Artefakt gleich dann 10-mal holen oder sowas. Oder mit ein paar Zähren rein. Wow. Mit dem Paracea? Ja. Ja, gut, wenn du Wieso? natürlich jetzt einen Teleporter hast, kannst du natürlich hier ein Paracel rein teleportieren. Ach so, und dann mit Schränken oder was? Ja, genau. Da, so, dann können wir mal hier lang gehen. Also, wie gesagt, da unten drin, wo jetzt die ganzen Skorpione und so sind. Da hat Shadow gemeint, war wohl mal eins. Aber hier ist nix. Nixe. Und schon wieder brauche ich Wasser. Okay. Wo bist denn du? Ach, da. Dann komm mal mit. Meins auch, dann muss ich zwei nehmen. Nee, da ist kein, da ist, hier ist kein Loot drin. Mal gucken, ob wir noch woanders was finden, vielleicht. Ach, da, jetzt ist er da oben, siehst du? Direkt am Anfang. Hallo? So. Achtung, Ravager an der Ding. Ja. Also, Was ist denn die das? Sachen sind jetzt nicht so geil, Paracel. aber. Aber Aber es es hat ist einen im Intro was Glückspunkt. Ascendant drin, weißt Ja, eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ich meine, der du? Ja, gut, kostet wir nur brauchen es natürlich. 350 Metall. Ja, wir brauchen es aber nicht, das war ein Paracelsattel. Ja, gut, aber. Aber ich sage ja, es ist generell nicht unbedingt was Schlechtes drin. Hier, geht's raus. Jetzt Und müssen wir das das war alles wieder reparieren, tatsächlich. ne? Bitte? Jetzt müssen wir das alles wieder reparieren. Jetzt muss man alles reparieren, ja. Wir hätten im Prinzip eigentlich sogar. Bitte was? Die Old Railway, glaube ich. Okay. Die Old Railway, genau, ja. Was ich eigentlich total schwachsinnig finde, weil hier ist nirgendwo irgendeine Schiene oder sowas, außerhalb ganz draußen, aber das ist ja auch weiter weg. Also, was würde die Schiene irgendwie hier reinführen und dann ab aufhören, dann könnte ich es ja verstehen, aber so. Okay, die Revenger, die wurden da reingebrütet, ne? Ja, die wurden reingebrütet, ja, genau. Kriegst du nicht. Was wir auch hätten machen können, ist, wir hätten mit einem Rock Drake fliegen können. Ich habe jetzt mal die Sicht ausgemacht. Stimmt, ja. Gute Idee, ja. So, haben wir jetzt hier irgendwo einen Teleporter in der Nähe? Nein, muss er wieder zurück. Aber Rückzugs ist, finde ich, ein bisschen einfacher als Hinzus, weil im Prinzip musst du jetzt hier die Schiene. Also ich gehe jetzt immer die Schiene hier wieder entlang. So. Dann gehe ich die bis zum Ende. Hier fallen meine FPS runter wegen der Base von denen. Oder? Müsste Ach, wieder wie, du gehst hier hochgehen. bis zum Ende. Ach, da vorne. Ja, hier jetzt wieder bis. Also im Prinzip gehe ich den gleichen Weg wieder zurück. Ich warte jetzt mal hier am Ende. Warte gerade mal, bis Stamina voll ist.
wir sind Mate boosted. Ah. Ja, Leder und Fasern ist ein Weibchen. Stamina voll? Ja. So, dann. Ach. Ich überspring mal eins. Und jetzt musst du halt, also wie kannst du jetzt ungefähr denken, oder? Nee, kein Stück. Die Richtung. Du musst halt immer am Rand entlang, wo die, also ich fliege halt immer über den blauen Bereich. Wir können jetzt zum Beispiel zu Shadow Space, dann brauchen wir nicht extra nach oben. Dann können wir uns nach Hause teleportieren. Du siehst mich noch? Ich spring da gleich oben an die Klippe ran. Jetzt gleich runter. Da ist die Brücke, wo wir drüber gelaufen sind, und dann jetzt hier nach rechts. Oh, ein Stückchen daneben, aber es klappt langsam. Also hier in dem blauen Bereich kann ich mich mittlerweile fast ganz gut zurechtfinden, aber wenn du dann erstmal unten bist im roten Bereich, oh mein Gott, ey. Das ist schlimm. Ja, wieso? So geil, letztens sind Shadow und ich los und dann ist Shadow irgendwie runter und war auf einmal ganz im Süden. Ganz im Süden. Ja. Ja, Shadow? Aber da haben wir dann weg, die da. Queens gegen. Lass mich durch. Okay, dann tun wir alles kaputte Zeug in den Fabricator, in den doch Tech-Replikator.